Jubel gegen Mittag. Ein paar wenige der seit 3 Wochen wartenden Lkw-Fahrer haben von der polnischen Firma endlich ihr Geld erhalten. Ja, ich habe mein Geld bekommen. Alles für die letzten 49 Tage. Schon gestern Abend gab es an der Raststätte Gräfenhausen das Gerücht, dass Speditionschef Lukas Masur Zahlungen verspricht. Es scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Doch die Fahrer wollen solidarisch bleiben, sagt ein 22-jähriger Fahrer aus Georgien. Ohne unser Geld gehen wir hier nicht weg, sagt er. Wir alle bleiben hier zusammen. Wir sind stark und halten durch. Wir streiken ja hier schon seit 27 Tagen. Die Lkw-Fahrer fordern bessere Arbeitsbedingungen und den Lohn der letzten Monate, den sie noch nicht bekommen haben. Ihre Entschlossenheit, sagen sie, sei groß. Die Solidarität ist ganz groß. Wenn jeder Lkw-Fahrer in Europa so stark war, dann waren all die Probleme in der Industrie in 5 Minuten aufgelöst. Diese Fahrer wollen das hier gewinnen. Doch noch können die 65 Fahrer nicht aufatmen. In diesem Anhänger muss jeder von ihnen einzeln mit der Spedition in Polen verhandeln. Die Fahrer sind skeptisch. Schon zuvor wurde ihnen immer wieder zu wenig Geld gezahlt. Eine übliche Masche in der Branche, das ist die Erfahrung der Gewerkschafter. Die Arbeitsbedingungen, das muss man halt sagen, sind in dieser Branche durchweg schlecht. Hier ist ein besonders eklatantes Beispiel. Aber das bedeutet nicht, dass das eine Ausnahme ist. Ganz im Gegenteil, wir können in diesem Sektor sagen, dass eigentlich es Standard ist. Solange nicht jeder Einzelne sein Geld bekommt, bleiben sie alle hier und streiken weiter, sagen die Fahrer. Bis dahin werden die Lkw auch nicht an die Spedition übergeben.